Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bundespräsident, Herr Botschafter, Herr Staatssekretär, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem gestrigen Auftakt und dem schönen Abendempfang durch den Herrn Botschafter in der polnischen Botschaft begrüße ich Sie ganz herzlich nunmehr zur offiziellen Eröffnung unseres European Remembrance Symposiums, das nach den Stationen in Danzig, Berlin und Prag dieses Jahr in Wien stattfindet unter dem Titel Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg 70 Jahre danach, Gewinner, Verlierer, Täter, Opfer und Zuschauer. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Sie haben den Ehrenschutz dieses Symposiums übernommen und Sie sind heute hierher gekommen, um zu uns zu sprechen. Das ist für uns eine große Ehre und auch eine Anerkennung unserer Arbeit. Ich danke Ihnen namens des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität und allen mitveranstaltenden Einrichtungen dafür. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie unter uns sind und ich begrüße Sie nochmals im Namen des Europäischen Netzwerks ganz, ganz herzlich bei uns. Vielen Dank. Für die Arbeit des Europäischen Netzwerks spielen Jahrestage immer eine gewisse Rolle. Im Jahr 2014 bildete der 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs und der 25. Jahrestag des Falls des Eisernen Vorhangs unsere Arbeitsschwerpunkte. Das diesjährige European Remembrance Symposium ist der Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs gewidmet, ein Krieg, der vom Deutschen Reich verbrecherisch begonnen und geführt wurde, der eine ungeheure Anzahl von Opfern forderte und in dem die Nationalsozialisten das monströseste Verbrechen begingen, die Ermordung der europäischen Juden. Vor 7 Jahrzehnten ging dieser schrecklichste aller Kriege zu Ende. Die von den Deutschen eingerichteten Konzentrationslager wurden befreit und eine beispiellose Mordaktion fand ihr Ende. Die Menschen waren von der nationalsozialistischen Diktatur erlöst, an die sich in einem großen Teil Europas eine zweite Diktatur anschloss, die verhinderte, dass auch dort die Freiheit einziehen konnte. Heute ist es unser Auftrag, die Erinnerung an all das wachzuhalten, der Opfer zu gedenken und die richtigen Schlüsse aus dem Geschehenen zu ziehen. Dieser Auftrag wird bleiben und er wird nie zu Ende gehen. Dieser 70. Jahrestag des Kriegsendes berührt ein Kernthema des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität. Es hat die Aufgabe, die Geschichte und die Folgen der totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts und der von ihnen geführten Kriege und begangenen Verbrechen zu betrachten und dabei besonders das Schicksal der Leidtragenden, der Opfer, im Blick zu behalten. Es geht aber nicht nur um das Erinnern, sondern darum, aus der Vergangenheit die richtigen Schlussfolgerungen für heutiges Handeln in Europa abzuleiten. Es geht darum zu zeigen, welche katastrophalen Folgen Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung haben können und wohin autoritäre oder totalitäre politische Tendenzen führen können. Und es geht auch darum, für Werte wie Freiheit, Demokratie und Toleranz einzutreten, Werte, deren Verteidigung und Bedeutung in Europa neuerdings wieder eine ungeahnte Aktualität erhalten haben. Wir vom Europäischen Netzwerk Erinnerung und Solidarität wenden uns dabei gerade an die jüngeren Generationen, die die gewaltsame Zweiteilung Europas in eine freie und eine unfreie Hälfte im Kalten Krieg nicht mehr selbst erleben musste. Das Europäische Netzwerk arbeitet in einer ganz spezifischen multilateralen Art und Weise. Mitglieder des Netzwerks sind Staaten, Regierungen, derzeit Deutschland, Polen, die Slowakei, Rumänien, Ungarn und demnächst auch Albanien. Die Akteure im Netzwerk sind die für Fragen der Minister, sind die für Fragen der Kultur- und Geschichtsbearbeitung zuständigen Minister. Die Programmplanung und Beschlussfassung erfolgt nach dem Prinzip der Einstimmigkeit. Und auf diese Weise wurden schon über 100 wissenschaftliche Kulturprojekte unterschiedlicher Art und Größenordnung auf den Weg gebracht und umgesetzt. Der diesjährige Jahrestag des Kriegsendes ist kein gewöhnlicher. Dieser Jahrestag markiert das Ende der Generation der Zeitzeugen. Darüber haben wir gestern gesprochen.
Sieben Jahrzehnte nach Ende des Krieges ist es der letzte große Jahrestag, an dem Menschen aus eigenem Anschauen und Erleben über die im Krieg begangenen Verbrechen sprechen können. Bald wird es keine Holocaust-Überlebenden mehr geben, die über Auschwitz, Mauthausen, Neuengamme, Sachsenhausen und die anderen Orte des Schreckens berichten können. Was bedeutet das für uns und unsere Arbeit? Unsere Jugendlichen bilden die letzte Generation, die noch für wenige Jahre die Chance hat, mit den Zeitzeugen zu sprechen, ihre Erfahrungen authentisch zu hören und weiterzutragen. Und das Interesse bei den Schülern, Jugendlichen und Studierenden daran ist groß. Aus meiner Sicht sollten wir, nicht nur im europäischen Netzwerk, diese letzte Chance gut nutzen, damit es möglichst auch in 50 Jahren noch viele Menschen gibt, die ihr Wissen über den Holocaust mit Bezug auf ihre persönlichen Zeitzeugenbegegnungen erzählen können. Ich glaube, das europäische Netzwerk kann in Zusammenarbeit mit Gedenkstätten dazu sicherlich viel beitragen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich darf Sie jetzt zitieren. Das Zitat lautet: Jeder soll wissen, dass es ehrenhaft ist, in der Auseinandersetzung mit einer brutalen und menschenverachtenden Diktatur seinem Gewissen zu folgen und an der richtigen Seite zu stehen. Das waren Ihre Worte bei der Enthüllung des Denkmals für die Verfolgten der NS-Militärjustiz am Ballhausplatz im vergangenen Jahr. Sie haben sich hier und andernorts so oft für eine aufgeklärte und kritische Geschichtsbetrachtung eingesetzt, wie sie ganz ähnlich auch das europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität vertritt. Österreich ist seit 2005 im Kuratorium des Netzwerks ganz engagiert vertreten. Gestatten Sie, lieber Herr Dr. Höchtelt, dass ich Ihnen von hier aus heute dafür einmal ganz herzlich danke, dass Sie uns so viele Jahre die Treue gehalten haben und noch weiterhalten. Selbstverständlich wirken Einrichtungen sowie Kolleginnen und Kollegen aus Österreich bei unseren Wissenschafts- und Kulturveranstaltungen, Bildungsprojekten mit, sowie heute auch bei diesem schönen Symposium. Aber die Republik Österreich ist noch kein Vollmitglied des europäischen Netzwerks. Und ich möchte Ihnen versichern und aussprechen, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Österreich bald durch eine eigene, vollberechtigte Stimme vertreten wäre, um im Jahr 2018 zum Beispiel das Arbeitsprogramm zum 100. Jahrestag, das Ende des Ersten Weltkriegs oder des 80. Jahrestags des Jahres 1938 gemeinsam mit uns europäisch zu gestalten. Lassen Sie mich zum Schluss noch kurzen Dank sagen, vor allem den Kulturministern Deutschlands, Polens, Rumäniens, Ungarns und der Slowakei. Sie tragen das europäische Netzwerk, unterstützen und finanzieren es, und ohne sie gäbe es auch die European Remembrance Symposium nicht. Meine Damen und Herren, der Herr Bundespräsident hat einen Anschlusstermin und muss uns nach seiner Ansprache leider bald verlassen, so wurde es mir gesagt. Deshalb komme ich jetzt zum Schluss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort mit großer Freude an Herrn Dr. Heinz Fischer, den Bundespräsidenten der Republik Österreich. Vielen Dank.